Servus und herzlich willkommen zurück, hier kurz vor dem Exit. Erinnert mich ein bisschen an Doom fast, aber jetzt werden wir mal kurz was essen. Achso, aber für die Gesundheit bringt uns das ja gar nichts. Zack, so, jetzt sieht es gleich wieder besser aus. Alles klar, dann. All that bother, I don't even have plague. I don't see why you can't unquarantine the pie shop. Cook is beside herself. My dear lady, if we lift the quarantine gate on the pie shop for you, we'd have to lift every quarantine gate for anybody. No, you wouldn't. I'm not anybody, am I? Perish the thought, madam. You can just do it for me. I'm afraid we actually can't. Our quarantine control grid needs a Framistat. We've ordered a new one from the Department of Scientific Research. I'm throwing a dinner on Friday. I expect you to get your Frammy whatever and unquarantine the pie shop, or I shall have to explain to the Minister of Health why we have no pie. Fee-fi-fo-fum. Someone's been skipping their medication. Was? Wo, wie, wie? Nein. Alles easy. Gut, in die Abteilung für wissenschaftliche Forschung gekommen. Du bist einer von den Unguten. Das ist das Regierungsviertel. Und die Dame kennt offensichtlich den Gesundheitsminister. Mit denen perfekte Zukunft. Aha. Mit denen sollte man sich wahrscheinlich nicht anlegen. Kann ich da einfach so raufgehen? Wizard 1984. Oho, da schauen wir jetzt aber mal nach, oder? Das würde mich jetzt interessieren, wie das Jahr 1984 aussieht. Have you ever wondered what life will be like 20 years into the future? Bisschen. That'll be the year 1984. Yes, it sounds like a very long way away, doesn't it? But 1984 may be closer than you think. At the Wellington Wells House of the Future, you can imagine yourself in 1984 when machines will clean your house while you nap. That'll make the wife happy, won't it? And we'll also have skills that replace food that you'll never have to eat again. Ah, a jetpack. Interesting. Beef Wellington. Delicious. Aha. Die Zukunft der Mode. Spray-on-Nylons. Play music and make phone calls. Das ist also quasi ein Smartphone. Ist ja cool. You say it, this types it. Ah, die kennen wir schon. Finde ich nicht so cool, ganz ehrlich. Listen to Uncle Jack wherever you go. Nein, das, nee. Bitte nicht. Workers only. Flying Cars mit viereckigen Reifen. Was ist denn los mit euch? Klemmt. Workers, okay, wir könnten... Ah, wir haben den sogar noch an. Okay, dann bitte. Hallo? Now, if I were a tool to disable the quarantine gates, where would I be? If it's not down here, I bet it's in that office. Hargreaves, there's the vulcanizer. Ah, das sind wir sowieso richtig gewesen. Okay. Die werkeln da munter herum. Links oder rechts wird egal sein, schätze ich mal. Wo geht's denn hier lang? Control Room. Oh, die Musik ist gescheit abgespaced. Sehr cool. So, was haben wir denn da? Do not point the cannon at my window. Okay. Mhm. Do not touch the console. Alles klar. Soll ich mal?
Not working. I better go downstairs and see what's wrong with it. Wieso denn? Können wir nicht? Hm, da ist wohl was defekt. Soll ich jetzt davor herein? Locked, of course. Hm. Can't have the staff running in and out asking questions, can we? I'm solving a very difficult equation. Leave me in peace. Apparently Confucius was wrong. The way in is not by the door. Someone please send Hargreaves up here. I can't be down on the floor all the time chasing people. Finde einen anderen Weg hinein. Ja, natürlich. Ihr habt sehr coole Mucke hier. Was heißt hier unerlaubtes Betreten? Ich bin doch eh ein Blaumann. How do I get up in there? That glass looks fairly solid. I need a gun to break it. Or a cannon. There does seem to be a rather large cannon here. I'd have to rotate it, but it is on a circular platform. Has anyone seen Hargreaves lately in the past week or so? Ja, ja, easy, easy. Ah, da ist er. An electrowave stimulator. What does it do? I suppose it stimulates electrowaves. That doesn't sound right. Seems to be missing a battery. Alles klar. Ich würde mich da nicht so nah vorne hinstellen, so vielleicht eine Batterie. Kann man da nicht einfach eine Energiezelle einfügen? Sensational. Did you see the part was match? Smashing. Ja, ja, ganz toll. Was haben wir denn hier? It's a prototype for some sort of torch you use in the kitchen. Doesn't seem to have all its bits. I wonder if I could find something around here. Super, sollen wir das jetzt alles reparieren? Das sieht ja lustig aus. Aha. Na dann. Gutes Gelingen, würde ich mal sagen. So, was haben wir denn hier? This seems to be in operating condition. Schön. Und das Ding? This seems to turn modeling crystals into gas. A lot of gas would charge up that cannon. I'll probably need some sort of valve handle to unblock this, I think. These machines don't seem to be in tip-top condition, do they? Einen Ventilgriff suchen, eine Düse suchen. Ah, ja. Eine besondere Batterie suchen. Die rauchen aber alle, oder? Naja. Please don't make a fuss. Alles der Reihe nach. Ampelmusensaft. Nö. Aber das sieht doch nach einer besonderen Batterie aus, oder? Schreibtisch durchsuchen bringt sich wahrscheinlich eh nichts. So, dann brauchen wir. Ja, was auch immer das jetzt genau ist. Da sollen wir irgendwie rein. Ah, das ist aber noch unten. Uncle Jack says. Nimm dich vor Skorbut in Acht. Ja, okay. I see someone's in the calf. Können wir machen. If you don't have anything pressing to do, would you kindly bring me up some tea? Ja, wir haben Tee. Lass uns rein, wir haben Tee. Nix. Satz mit X.
Aber ich möchte noch das letzte Dingensen haben. Hier ist es irgendwo. Aber, ah, da ist noch eine Tür. Ah, ja, wir gehen mal auf die Toilette. Das ist gut. Ja, wunderschön. No peeping in the shower. No peeping, no peeing. Beides am besten. Ein Ventilgriff. Ausgezeichnet. Dann können wir jetzt quasi alles reparieren, oder? Sehr gut. Sieht professionell aus. Oh, absolut funktionstüchtig. Und zack. Alright, let's see what I can do with the console now. We do have someone named Hargreaves. I have completely lost my mind, and I... Die Maschine nutzen, um die neue Tür zu springen. Ja, dann machen wir mal lieber zu. So. Was können wir da jetzt machen? Okay. Aber wir haben das jetzt irgendwie... Haben wir, oh Mann, oh Mann. Was macht das nochmal? Nein, wohl eher doch nicht. Wenn wir die zueinander... Mrs. Sapper found a bomb in her garden. Lucky it didn't blow her up. How'd you get in? My God! Thief! Downer! Get out! Oh, bloody fuck. Tear up! Da kommt er mit der Axt angeschissen. Down my blocks in kindergarten. Ja, ja, ist schon gut. So, jetzt probieren wir es noch einmal. More than a breeze. I need a bloody great blast of air. How do I kick this up a notch? Ja, das ist eine gute Frage. Was macht denn das Ding jetzt überhaupt? Feuchtigkeitscreme. Naja. Ich sollte mich besser ein bisschen beeilen. Keep calm. Last one, smarter. Gewalt und Blut beunruhigende Menschen, das wundert mich jetzt auch. Wieso denn bitte? So, können wir jetzt bitte wieder zumachen? Agree to disagree. Ich versuche hier zu arbeiten, okay? Okay, offensichtlich. Hm.
Das ist übrigens die einzige, die ich nicht bewegen kann. Was haben wir denn da? Keep machines separated. We don't want any chain reactions. Okay. Aber wie verursache ich denn eine Kettenreaktion? Natürlich eine Variante, oder? Gut. So, wie sieht's jetzt aus? Ah, umgekehrt. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ganz kurz. Nein, irgendwer von den guten Herren hatte doch eine Axt dabei, oder? Auch nicht, okay. Tja, dann würde ich sagen, let's give it a try! Gesessen. Die sind offensichtlich nicht so begeistert. Oh, Hilfe, 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 Hilfe. Die pneumatische Kanone. Okay, aber jetzt ist mir auch klar, also das hier so nett so rumsteht. Und der arbeitet da seelenruhig weiter. Alles klar. Was haben wir hier? I suppose you're who I have to thank for the hole in my wall. Ja, etwas. Did knock. Don't be silly. Do you know how long I've been asking them to fix the hot flash? I can't even remember. Oh, the power cell was missing. Oh, for heaven's sake. They said they had to wait for a part. Look, without help or even a manual, you fixed three machines and triggered a chain reaction. Yes. Well, sorry about that. I need a chap who can figure things out. Would you like a job? Why not? I'm afraid I'm sort of trying to get out of town. Why? This is the best of all possible worlds. Was? Nothing gets done, but everyone's happy. You seem sort of exasperated, actually. Oh, don't tell anyone, all right? How are you getting past the quarantine gates without a Framistat? I was hoping to get one from, here. They've been pestering me for one. Tell you what, I'll give you one, and when you're done with it, give it to them from me. Oh, that's very kind of you. I will. Was ist das? Here, look around. If there's something else you can use, take it. Strange Kerl, genauso für die Musik. Geht's hier hin? Ich sollte zurück, aber ich schau mal noch ganz kurz weiter. Aha. Sieht ja nett aus.
Ah ja. Was haben wir hier? Nix offensichtlich. Also wieder so einen komischen runden. Ah. Aber hallo, der Sandmann. Oh, come on, you pack rat. You can't take all this with you. Eine Schockgranate. Der Sandmann, aber hallo, was ist denn das für ein cooles Dingensen? Da können wir doch das gleich mal fallen lassen. Oh, wir sind viel zu schwer. Irgendwie. Fortschrittliche Maschinenteile, Energiezelle. Die kann man mal sowas von kicken. Ist auch so schwer, auch so leicht. Die leeren Energiezellen. So, jetzt können wir zumindest wieder gehen. Und so weit, so gut. Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Alles klar, liebe Leute. In diesem wunderschönen Ausblick sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Servus und bis bald.